Und wir sind im neuen Part von Skyrim. Ich habe vergessen zu speichern, etwas, was ich jetzt nachhole. Jetzt hat man gerade wunderbar gesehen, wie sich Skype öffnet. Dafür konnte ich irgendwie gerade meine Mauszeiger nicht bewegen bei Skyrim. Auch irgendwie lustig, was auch alles passieren kann mit einem einfachen Spiel. Puh, ja, die Feiglinge sind alle abgehauen. Wären die Feiglinge mitgekommen, mit reingekommen, wäre der eine nicht gestorben. Definitiv, wären die mit reingekommen, wäre der eine nicht gestorben und er wäre jetzt noch am Leben. Und wenn er jetzt noch am Leben wäre, hätten die hier überhaupt keine Verluste, weil ich die anderen noch mehr hätte retten können. Mein Gott, ich war im Blutrausch, da merke ich nicht so viel. Aber echt, mal wirklich, im letzten Part hat man es gesehen. Also, man kann ja nicht alles haben. Man kann ja nicht Retter und Drachenblut und daraufhin noch Überlebenskünstler sein. Das funktioniert nicht. Ey, yo! Olle! Ihr seht krank aus. Nun seht euch nur an. Wenn nur jeder so handeln würde wie ihr. Der Vampirmeister Morvard ist Bei tot. den Acht. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das schaffen würdet. Oh nee. Vielleicht können wir all das jetzt hinter uns lassen. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Gold 600, schön. Braucht noch etwas? Manial? An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, Oh. aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen können. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Und klar. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Okay. Das wäre mir eine Ehre. Viel Glück. Ja, danke. Helf Einwohnern von Jalmash. Bis zum So nennt sich nächsten Mal. übrigens das Reich. Jedes Fürstentum hat sein eigenes Reich. Also, es gibt ja das Fürstentum Weißlauf. Das hat dann als Hauptstadt Frage mich, Weißlauf. was ein Drachenblut anfängt, wenn die Dann haben Großstadt wir auch, dieser wenn wir Welt jetzt so richtig ins. Dann gibt es umgeht. noch Rift. Ist Toto Da werden wir dann die anfänglich Hauptstadt für Riften. alles andere? Dann gibt es noch. Wie nennt sich das nochmal? Eben beleuchten. Ja, Hjalmar hatten wir ja gerade. Dann gibt es noch Winterfeste. Palais. Also Pal. Ich nenne es einfach immer Pal. Das ist übrigens. Pal, das ist. Trifft den Dieb des Horns. Also Pal, das ist die. Das Fürstentum von Dämmerstern. Es ist auch hier. Es gibt. Markarth liegt in Reach. Und deswegen meinte ich, soll jetzt hier drei Leuten innerhalb dieses Fürstentums treffen. Das heißt, ich muss nicht im Mordheim mir drei Leute rauspicken, die Hilfe brauchen, sondern einfach hier im Fürstentum drei. Sofern ich drei finde. Ey, cool, eine weiße Frostbissspinne. Echt eine weiße Frostbissspinne. Ist ja cool. Ja. Und wir laufen querfeldein oder bei Straße? Ach, wir laufen mal über die Straße. Haben wir schon so lange nicht mehr getan. Also. Ja, es gibt echt. Das Skyrim ist echt eine riesige Welt. Und jetzt mal eben so kleine Hintergrundinfos, weil ich das ja auch vorhabe zu spielen und das intensiv. The Elder Scrolls Online soll genauso ein Design haben wie hier jetzt Skyrim. Und die Fürstentümer sollen auch so groß sein wie in den Spielen. Also, so wie Skyrim. Das heißt, wenn du in The Elder Scrolls Online bist und dann in Skyrim durchläufst, soll Skyrim genauso aussehen wie hier. Ich habe euch Hallo. nichts zu sagen. Jetzt geht weiter, sonst befehle ich meinen Wachen, euch anzugreifen. Hey, Wache. Ey, yo, ich soll wachsam bleiben und der Kerl möchte nicht mit mir reden. Keine Ahnung, wohin es geht. Ich weiß nur, dass es einen Spaß macht, Aalige immer anzugreifen. Jetzt nicht wirklich, ich war doch nicht da oben da rein, oder? Moment mal, da folge ich doch. Da laufe ich doch mal mit. Da bin ich doch mal gespannt drauf, wie ihr das so umregelt. Also, soweit ich weiß, ist das eine Höhle voller, ein Hügel voller Eistrolle. Und wenn eine Kaiserliche das macht für den Adligen, echt, dann bin ich erstaunt. Ich drücke da lieber mal schnell speichern, bevor ich hier verrecke. Das kann nämlich schon passieren. Aber sieht hier doch nett aus. Sieht hier echt nett aus. Da oben wohnt ein Drache.
Jupp, das ist die Eistrollhöhle. Und wie die das ist. Das ist hier sowas von. Ich kenne sie, hier war ich mal. Damals war ich Stufe 5 und hab's nicht überlebt. Ich warte mal hier oben auf sie. Schalala. Ich könnte natürlich jetzt aufstehen, kurze Aufnahmepause machen und dann mir was zu trinken holen. Aber nee, ah nee, ist mir egal. Jetzt fängt auch an zu schneien. Ach Gott, hier ist arschkalt. Echt, die wollen hier oben rein. Die wollen hier echt oben rein. Die wollen hier echt oben rein. Es ist im Moment, ich bin wirklich erstaunt. Okay, es wird euer Ende sein. Und ja, wenn letztendlich wenn ich das überlebe, dann kann ich ja auch nicht ausplündern, ohne dass ich Ärger krieg. Ne? Wobei ich jetzt gerade bezweifle, dass ich überlebe. Die gehen doch auch so normal, ne? Boah, der stapft ja richtig hier vorwärts. Ja, marschiert stramm. Ich marschiere mit. Alter, hör auf zu schubsen, Adliger. Nur weil du adlig bist und auf deinem bekackten Pferd reitest, darfst du noch nicht schubsen. Ja, guck mal, da habe ich sogar schon den ersten Feind markiert. Sag ich doch, die Eistrolle, die fetzen rein, die fetzen richtig rein. Und wie die reinfetzen? Moment, eben der Adling. Hat hier überhaupt nichts mit. Okay, dann wissen wir, es lohnt sich nicht für mich. Okay, steck eben noch die Waffe weg, du Idiot. Gut, versuchen wir mal mit der Eistrolle zu umgehen. Weil ich weiß jetzt schon, dass ich den nicht überleben werde. Deswegen lösen wir das Problem. Auf dem Pferd. Überlebe ich's? Gibt ja auch die Möglichkeit, vom Pferd zu fallen und es zu überleben. Nee, also ich überlebe es nicht. Aus dem Grund habe ich hier vorne schnell gespeichert, weil ich weiß, dass die das nicht überleben. Und weil ich jetzt auch weiß, dass sie nicht so einen Wert haben, laufe ich mal lieber wieder zurück zum ehemaligen richtigen Weg. Der hier wieder ist. Keine Ahnung, warum die Idioten da oben rein wollen. Was sie sich da oben versprechen. Weiß ich wirklich nicht. Ich möchte es auch gar nicht wissen. Also, die 8 haben sie selig. Naja, man muss es ja auch richtig im Spielstyle machen mit den 8. Ich finde es übrigens cool mit den Göttern auch, dass sie echt eine eigene Götterwelt auch erschaffen haben. Echt, da gab es diese Spiele und die haben es echt so richtig ausgebaut. Ansonsten wird sich alles kurz online geben auch noch. Das ist echt cool. Also ich finde es schön gemacht, auch eine nette Idee, so eine komplett neue Welt zu erschaffen. Und zwar eine, die es noch nicht so gegeben hat. Und ja, letzten Endes, groß angefangen mit diesen Fantasy-Welten, hat ja John Tolkien. J.R.R. Tolkien, keine Ahnung, ob er wirklich mit Vornamen John heißt. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Also Tolkien hat ja eigentlich angefangen mit so einer Fantasiewelt mit Elfen, Elben, Orks, Menschen und dergleichen. Und jetzt, nach und nach, wurde es einfach immer mehr praktisch ausgebaut. Und ja, das ist daraus geworden. Somit haben wir Harry Potter gekriegt. Wir haben Herr der Ringe gekriegt. Wir haben hier Skyrim gekriegt, also die Elder Scrolls. Also gesagt, das gesamte Reich Tamriel. Der Herr der Ringe heißt auch nicht Herr der Ringe. Wo aber spielt, ja, heißt Herr der Ringe. Es heißt Herr der Ringe, aber es spielt in Mittelerde. Genauso ist das hier, dass wir hier die Elder Scrolls Geschichte haben. Die allerdings in Tamriel spielt. Entschuldigung, ich habe gerade wieder Wortfindungsschwierigkeiten. Oh, hier haben wir eine Kutsche, die angegriffen worden ist mit einem leeren Pferd. Das passiert also, wenn man Kutscher ist und nicht aufpasst. Auch nämlich noch so ein bekackter Eisgeist, oder? Ich hasse die Eisgeister, die sind mich zu schnell, die treffe ich nie. Also nie so ohne weiteres. Und ich habe es noch nie hingekriegt, so einen Viech zu finishen.
Hey, und Colonel Emerson spielt jetzt Team Fortress. Eisgeist, da bist du. Ja, yeah, ich hab's hingekriegt und dafür habe ich auch noch eine einhändige Verbesserung gekriegt. Aber leider kein Stufenaufstieg. Deswegen nehmen wir uns hier einfach mal das Buch mit, was uns keinen Aufstieg bringt, obwohl es 60 wert ist. Komm, hoch, hoch, hoch. Okay, dann Trankmischerbeutel. Können wir beides gebrauchen. Können wir auch gebrauchen. Und nochmal hoch, aber jetzt wirklich. Beschwörer-Noviz? Da liegt ein Beschwörer. Oh, Kacke. Na gut, Trockenblume. Natürlich habe ich den Korb genommen, wollte ich gar nicht. Aber hier haben wir noch ein paar Zaubertränke, die ich mitnehmen kann. Kriege ich gleich die Kiste mit raus. Ich frage mich jetzt gerade immer noch, ob ich überhaupt auf dem richtigen Weg laufe. Habe ich die Banditen jetzt überhaupt ausgeraubt? Die... Na gut, der Feuerantaucher ist auf jeden Fall nicht mehr da. Und die Banditen, die habe ich ja. Ja, die Banditen hatte ich. Gut. Wenn nein, schreibt es in die Kommentare. Wenn ich es nicht schreibe, ist auch egal. Ist mir irgendwie in letzter Zeit alles egal. Ich habe meinen Spaß und das ist es ja hauptsächlich. Ich hoffe auch, dass ihr Spaß habt. Ah. Genau. Hier ist auch ein Tor. Und das ist hier das richtige Altland. Das ist hier der richtig echte Eingang? Ich fasse es nicht. Ja, hier haben wir es, Minaschess. Okay, okay. Also ich kenne das hier auch ein bisschen. Hier hat mich nämlich meine Kampagne hingeführt. Ja, ich kenne das Spiel auch relativ weitläufig. Auch durch Let's Plays, die ich mir angeguckt habe, als ich mir das Spiel noch nicht holen konnte, weil ich noch gespart habe. Hier habe ich dann auch geguckt, während ich installiert habe. Und als ich dann selber irgendwie gerade nicht spielen konnte, weil mein Rechner wieder mal rumgemuckt hat. Ja, erstmal musste ich für das Spiel sparen, dann habe ich herausgefunden, dass mein Rechner zu schlecht ist, habe ich einen neuen Rechner mir aneignen müssen, dann habe ich gesehen, dass die Grafikkarte auf dem Rechner zu scheiße ist, habe mir das auch nochmal neu holen müssen. Das heißt, ich habe mir, um das Spiel hier zu spielen, eine neue Grafikkarte und einen neuen Computer geholt. Das Spiel war so kostenintensiver als eigentlich gedacht. Und die Karte zeigt mir jetzt an, dass ich da oben bin. Obwohl ich da doch irgendwie entfernen. Hier runter wollte. Na, also, da sieht man mal, man verläuft sich hier ziemlich leicht im Spiel. Ja, also. Das war auf jeden Fall mal mein Ziel, dass ich das Spiel hier spielen konnte. Und da habe ich dann auch einiges kennengelernt. Und das da hinten. Sobald wir dort sind, ich schwöre euch, wir werden riesig viel Spaß haben. Wir werden wirklich viel Spaß haben. Ich glaube, selbst alleine habe ich mich da 3 Stunden festgehalten. Das heißt, wir haben 6 Parts. Und ich bin mir sicher, ich habe noch nicht alles erforscht dort. Ich habe ja auch schon innerhalb dieses kurzen Let's Plays Stellen, wo ich schon mal war, wirklich war, wo ich auch weiß, da war ich schon mal. Da hatte ich ja auch schon wieder solche Momente wie... Echt? Das gibt es? Das muss ich auch sagen. Das war der Hammer auch an einigen Stellen, wo ich auch wirklich mal Neues gefunden habe. Neues entdeckt habe. Dass es für mich auch innerhalb dieses riesigen Spiels immer noch Geheimnisse gibt, obwohl ich schon vieles kennengelernt habe. Also das Spiel fesselt nach und nach immer und immer wieder und ich wette mit euch, wenn jemand von euch das Spiel jetzt holt und es so ähnlich macht wie ich, der wird auch komplett andere Sachen kennenlernen. Alter, und wieso wollt ihr alle immer da hoch? Es sind Drachen unterwegs, Reisender. Seid gewarnt. Ich weiß, ich war ein Helden. Dann habt ihr sie auch gesehen. Wir haben unser Heim verloren, unser Vieh. Wir haben kaum genug Gold, um über die Runden zu kommen. Aha. Tut mir leid, ich brauche mein Gold selber. Hier bitte, Wechselgeld geben. Seid auf Gold. Der Hut und vergesst nicht, unterwegs den Himmel im Auge zu behalten. Ihr seid okay. So freundlich. Gott, das sind 5 Gold. Die gehen alle da oben hin. Was wollen die da oben? Du verspürst einen seltsamen Durst. Moment.
Moment. Nein. Aktive Kräfte. Sangonia Vampires? Wird zu Vampirismus? Nein! Fuck! Mensch! Scheiße, es ist echt Bullshit! Wie schon gesagt, jeder, der vorher das Spiel schon mal gespielt hat, der weiß, dass das mal ein Problem ist. Jeder, der es von euch intensiv gespielt hat, der weiß wirklich, was mein Problem ist. Jeder, der versucht hat, das... Mein Kollege hat es versucht, sowas hinzukriegen, was ich jetzt hier habe. Er hat ewig dran gesessen. Mir fällt jetzt auch ein, warum es beim letzten Mal, als ich diese Mission gemacht habe, nicht gekommen ist. Ich darf allerdings... Ich spoiler jetzt. Nee, soll ich... Ich weiß... Ich wurde vergiftet zum Vampir. Man hat mich vergiftet. Es kann jetzt also gut sein, dass ich Vampir bin. Ey, Söldner. Ah, cool, Kospis-Spinne. Söldner, du trägst eine Zellung so. Dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. Wohin wollt ihr? Ich sollte es besser nicht jedem sagen, der fragt. Es sind wichtige Angelegenheiten, wisst ihr? Ich könnte euch eine Menge ersperren, okay? Sagt mir, wohin ihr geht, bevor jemand verletzt wird. Nein, aber ich glaube, ich komme klar. Aber danke. Reden. Gemeldet, dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. Uns wurde gemeldet, dass es hier in der Nähe. Okay, also der sagt nichts mehr. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. Ja, so gut. Ich bin Vampir. Und ich glaube, ich spoil jetzt wirklich mal. Weil ich sagen möchte, warum ich beim letzten Mal nicht infiziert worden bin, als ich diese Mission gemacht habe. Bei den Gefährten. Schafft man es. Wenn man die Gefährtenmission wirklich nach und nach weitergeht, kann man sich zum Werwolf machen lassen. Sobald man Werwolf ist, kann man kein Vampir werden und andersrum. Ich hatte damals den Werwolf angenommen, wollte allerdings den Fluch von mir aufheben, hab's aber nie hingekriegt. Keine Ahnung wieso, ich war höchstwahrscheinlich zu blöd. Mein Kollege hat's auch versucht, der hat nämlich die Gefährtenmission gemacht, weil er die Gefährten lieber hatte als die Vampire. Und deswegen kam es dann so, dass er lustigerweise Werwolf war zu dem Zeitpunkt. Er wurde diesen Fluch nicht los, deswegen hat er es auch Ewigkeiten versucht zu schaffen, dass er sagen wir mal eine Fluch los wird, damit er wieder richtiger wird. Der Zutritt ist hier verboten. Hier behindert die kaiserliche Staatsgewalt. Also werdet ihr zur Strafe ein Bußgeld von, sagen wir mal, 100 Goldstücken bezahlen. Her damit, Bürger. Ich bin in der kaiserlichen Armee. Ich bin mir sicher, dass ihr es nicht seid. In dem Fall hole ich mir neben eurem Geld auch gleich euer Leben. Okay, da haben wir Magier. Die kommen zuerst weg. Ich hasse es, Third Person zu spielen. First Person mag ich mehr, ich komme immer durcheinander. So, verdammter Ork, schmieriger Ork, du dreckiger, schmieriger Ork. Ich bin selber ein dreckiger, schmieriger Ork, aber du bist dreckiger und schmieriger als ich. Weil du echt versuchst, deinen Artgenossen zu verarschen. Mensch, der versucht echt, mich zu verarschen. Idiot. Okay. Verdammt, also auf jeden Fall nicht sterben, deswegen schlage ich eben tot. Ne? Ah, guck mal, da war ein kaiserlichen Soldat, einen echten kaiserlichen Soldat. Hier haben wir einen normalen Soldat, der hat aber nichts. Hier haben wir nochmal einen kaiserlichen und hier haben wir Stahlpfeil. Schön.
Wenigstens er hat einen mit etwas Brauchbarem. Mhm. Auf jeden Fall, ich war damals Werwolf, er auch. Und ja, nee, super. Ich wollte auch dieses Mal wieder zum Werwolf werden. Also die Gefährtenmissionen lieber machen. Jetzt ist es nur so, dass wenn man gegen einen Vampir kämpft, es wirklich passieren kann, dass man vergiftet wird. Und das ist mir jetzt passiert. Und das ist scheiße. Ich persönlich finde es scheiße, weil ich doch lieber die Gefährtenmission richtig machen wollte, weil ich weiß nicht, wie die Gefährten darauf reagieren, dass ich jetzt Vampir bin. Also habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, ein riesiges Problem, wenn ich die Gefährtenmission machen möchte. Hey, cool, ja, mein Fischer. Nein, ich bin Vampir. Und jetzt wird mich wieder jeder anquatschen, weil ich nicht gut aussehe. Obwohl ich gut aussehe, nur ich bin Vampir. Es gibt aber auch diese Schreine, die alle Krankheiten heilen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich somit hier diesen Fluch loswerde. Wenn ja, wäre es natürlich super. Also ich werde es in Weißlauf, ich werde wirklich einen Zwischenstopp jetzt in Weißlauf machen und es da ausprobieren an dem Schrein. Da ich geradewegs dort weiß, wo ich an den Schrein komme. Ah, Schlachterfisch, echt, diese Fische. Die stören auch auf die Dauer. Weißlauf, Weißlauf, Weißlauf. Kartwasten? Hier lang geht es auf jeden Fall nach Weißlauf. Keine Ahnung, was sie mit Kartwasten meinen. Okay, ich glaube, es wird sich definitiv für mich lohnen, der dir geschworen hat, kann ich mehr ranzunutzen, sich ein Pferd anzuschaffen. Oder ich fange an mit Schnellreisen. Hm. Aber ich muss sagen, auf Schnellreisen verpasse ich persönlich zu viel, deswegen lieber so. Gemütlich nach und nach seinen Weg nachgehen. Und nicht schon wieder Wölfe. Ihr werdet langweilig. Also Viech Nummer 1, Viech Nummer 2, Viech Nummer 2. Geht doch. Jetzt rollt ihr den Berg hinab, ich sammle euch wieder ein, also auf eure Pelze. Dann bitte ich, wenn ich überhaupt irgendwann mal schmieden sollte, schmieden gehen kann. Ja, dann gehen wir erstmal hier hoch. Weil der Weg führt uns jetzt offiziell nach Weißlauf, deswegen folgen wir ihm einfach mal. Also ist das mehr hier der Wanderpart. Wo ich nicht... Also ich... Nee, ich bin immer noch... Na, ich bin Vampir. Nee. Nee, nicht Vampir. Och, leck mich. Alter, was willst du? Was willst du? Mensch, Digga. Ich habe jetzt echt keinen Bock auf so einen Bullshit. Darf ich in First Person wechseln? Darf ich in First Person wechseln? Danke. Ah ja, ich geb dir gleich ganz leicht geblockt. Alter, du glaubst echt, dass du mit deinem kleinen, befickten Bogen gegen mich ankommst? Mit deinem kleinen, süßen Bogen, den du dir mal eben aus einem bekloppt Nass zusammengeschnitzt hast? Ey. So, eben hinter dich springen und dann weg mit dir. Jetzt seid ihr Mühe nicht wert. Ah, Dietrich, Gold, Eisenpfeil, super. Hier haben wir noch einen Bandit, Dietrich, Gold. Wo liegt der andere Bekloppte, der mich angegriffen hat? Da unten! Nee, doch nicht. Gut. Aber eben nicht. Ist mir doch egal. Also ich bin echt gerade... Nee, ich fass es nicht. Ich bin Vampir. Da hat mich gerade diese bekackte Rex-Mission zum Vampir gemacht. Weil diese, Wavla, keine Ahnung, ich bin scheiße im Namen merken. Nicht wollte, dass wir Vampire ausgerottet werden. So, schick, haben wir nochmal richtig schön Finisher. Der wird auch in mein momentanes Geheimprojekt gesteckt. Ja, ich habe momentan noch ein Geheimprojekt offen. Aber was ich eigentlich heute Nacht fertig machen wollte, na, jetzt habe ich neues Ding dafür, super. Also noch mehr zu tun. Naja, mache ich dann morgen früh, stelle ich mir einen Wecker eine Stunde früher und dann mache ich das dann. Ja, nee, ist klar, ich werde auch gerade müde. Ich war auch heute arbeiten
Ja, ich kann auch heute sagen, wir haben 1 von 0. Morgen gehe ich auch arbeiten. Naja, ich bin jetzt einfach ein bisschen erledigt, da ich wirklich hart getuftet habe. Rorikstadt! Was braucht ihr? Den verdammten Vampirfluch weg. Okay, hier haben wir auf jeden Fall Rorikstadt. Hier sollten wir mit den Al-Qaidern, Al-Kiralamandern, den irgendwas mit A halt reden, wenn wir mit der Ointussi da Kontakt aufgenommen haben. Also wenn wir von ihr gehört haben. Wir haben von ihr gehört, aber ich hatte ja vor, ihr zu helfen. Voll, sie ist eine ganz nette. Und wir haben ja gesehen, was sie angerichtet haben. Im Part Jungfrau in Nöten haben wir sie wunderbar miterlebt. So, dann sprinte ich mal eben. Weil es muss einfach mal ein bisschen flotter gehen. Wir können ja nicht hier jetzt Ewigkeiten damit verbringen, zu Weißlauf zu gelangen, damit ich da den Schrein ausprobieren kann. Deswegen sprinten wir mal ein bisschen. Und da vorne dachte ich, würden wir auf dem Weg treffen. Och Gott, Wölfe. Na, scheiß drauf. Ich renn weg. Hab ich mir geraten, der Wolf rennt mir hinterher. Was haben wir denn hier? Ein Schrein? Ah, ne, Giorelas Denkmal gesehen. Wir haben irgendein Denkmal von irgendjemanden. Von irgendeiner Person in irgendeinem Spiel haben wir irgendein Denkmal. Hahaha. So, dann laufen wir mal. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen komisch drauf, auch von wegen kommentieren technisch. Weil ich einfach nur laufe. Ich laufe und laufe und laufe und drücke eigentlich gerade die W-Taste durch. Aber dass sie noch nicht feststeckt, so lange wie ich die durchdrücke. Hey, cool, wir sind wieder auf dem Weg. Da muss ich gerade gehen. Meine Kiefermuskel. Oh nee, Skyrim. Jo, mir ist Skyrim abgeschmiert. Super. Wo habe ich zuletzt gespeichert? Keine Ahnung. Ja, nee, ist klar. Also mir ist das komplette Spiel abgeschmiert. Okay, damit sage ich, wir beenden den Part und ich sage, wir sehen uns in Weißlauf. Da ich ja da schon, warte ich nicht schnell. Ja, okay. Wir sehen uns in Weißlauf, höchstwahrscheinlich mit Verlust von einigem, aber nee, ist doch egal, weil wir sehen uns in Weißlauf. Also, ciao, ciao und kurze Nächte.